Ja, für Angelo Balletta ist es eine ganz besondere Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Über 3 Jahre lang war der gebürtige Hanauer bei den Bayern an der Seitenlinie. Jetzt soll er also seine alte Liebe zum Klassenerhalt führen. Und die Vorzeichen dafür stehen auch gar nicht mal so schlecht, denn Alzenau geht als Tabellenführer in die sogenannte Abstiegsrunde der Hessenliga. Das liegt daran, dass die Punkte gegen die direkten Konkurrenten aus der Hauptrunde mitgenommen werden, ähnlich wie das bei der Handball-WM der Fall ist. Vor dem Duell mit Türkgücü Friedberg gibt es allerdings erstmal eine Schweigeminute. Auch der Amateurfußball bezieht klare Haltung im Ukraine-Konflikt. Dann richten wir den Blick auf das Sportliche und es dauert über eine halbe Stunde, bis es erstmals gefährlich wird. Der zweite Ball landet bei Heptar Sela und plötzlich gibt es einen Aufschrei. Handspiel gefordert und tatsächlich Schiedsrichter Daniel Losinski zeigt auf den Punkt. Es kommt zu Protesten von Türkgücü, aber die Entscheidung steht und es tritt an Marcel Wilke, der wohl erfahrenste auf dem Platz, gegen Felix Koop. Aber Wilke haut ihn an die Latte. So bleibt es beim 0:0. Und dieser Strafstoß ist ein Weckruf für Friedberg. Freistoß, Patrick Schor. Wolpert kann nur prallen lassen. Und dann gibt es Elfmeter auf der anderen Seite. Nur 3 Minuten nach dem verschossenen Strafstoß von Wilke. Jetzt also die Chance für Türkgücü. Doch es bleiben Zweifel auch beim Schiedsrichter. Der bespricht sich kurz mit seinem Assistenten und nimmt dann seine Entscheidung zurück. Es ist in der Wiederholung nur ganz schwer zu sehen. Wenn das ein Handspiel gewesen sein soll, dann nur aus ganz kurzer Distanz. Folgerichtig nimmt Daniel Losinski den Elfmeter zurück. Auf einmal ist hier richtig Feuer drin in der Partie. Auch Türkgücü spielt jetzt munter nach vorne. Nach 45 Minuten fehlen allerdings noch die Tore. Es wartet also noch einiges an Arbeit auf Angelo Balletta. Und seine Mannschaft kommt mit viel Power aus der Kabine. 47. Minute, Vorteil und plötzlich hat Brauburger freie Fahrt. Die Führung für Bayern Alzenau. Der Blitzstart, keine 120 Sekunden nach Wiederbeginn. Und an der Stelle auch ein Kompliment an den Schiedsrichter, der den Vorteil laufen lässt und somit erst diesen Treffer ermöglicht. Und die Bayern bleiben jetzt am Drücker. Eckball, eigentlich etwas zu kurz getreten. Das ist aber Fächer egal. Lukas Fächer mit dem 2:0. Was für ein Auftakt von Alzenau in diesem zweiten Durchgang. Damit war nach der ersten Halbzeit so gar nicht zu rechnen. Türkgücü kann sich kaum noch wehren. Fehler von Häuser. Brauburger ist dazwischen. Kriegt den Ball, dann aber nicht mehr aufs Tor. Nach dieser Anfangsviertelstunde kann sich Friedberg glücklich schätzen, nur mit 2 Toren hinten zu liegen. Dann wagt sich Türkgücü selbst mal wieder nach vorne. Chance für Yekilmaz. Dann das Foulspiel im Nachsitzen. Und diesmal gibt es völlig zu Recht Elfmeter. Noah Michel schnappt sich den Ball. Kann er es besser machen als Wilke gegen Fabian Wolpert? Und der Ball ist drin. Friedberg ist wieder da. Und noch ist ja genügend Zeit, fast eine halbe Stunde. Aber auf einmal haben es die Gäste eilig. Kopfball Saigani, Ausgleich! Nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer. Ähnlich wie bei Alzenau gelingt auch Türkgücü innerhalb kürzester Zeit der Doppelschlag. Und damit ist jetzt alles wieder offen. Wir springen in die 76. Minute, Flanke Brauburger und wieder geht Alzenau in Führung. Es ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Nach einer fast ereignislosen ersten Halbzeit drehen beide Teams jetzt richtig auf. Leandro Baumann, der Youngster, mit dem 3:2. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Wir gehen rein in die Nachspielzeit. Nochmal die Möglichkeit für Kamil Yekilmaz. Aber es bleibt letztendlich beim 3:2.
Alzenau gewinnt dank toller Moral ein Wahnsinnsspiel und macht damit vor allem den Trainer stolz. Ja, zufriedenstellend. Also wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir wollten punkten. Also ich wäre mit einem Punkt hier heute sehr zufrieden gewesen, dass wir sogar dreifach punkten. Das ist umso glücklicher. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit Elfmeter verschossen. Trotzdem waren wir gut im Spiel. Dann war es ja auch ein Elfmeter für die Seite, wurde wieder zurückgenommen. 2-0-Führung, egalisiert. Und ich finde die Moral überragend. Nach einer 2-0-Führung kassierst du nochmal zwei Kirschen, dann nochmal dann die Ruhe zu bewahren und noch sogar noch das 3-2 zu machen. Überragend für die Truppe. Friedberg muss hingegen den ersten Rückschlag verkraften, während in Alzenau schon jetzt die erste Party steigt.